Hallo, in diesem Video werden wir über das Microsoft Dateisystem RFS sprechen. Lassen Sie uns seine Merkmale und Struktur analysieren. Betrachten wir die Dateiwiederherstellung auf einer Festplatte mit dem RFS-Dateisystem und analysieren die Probleme bei der Wiederherstellung. Vergleichen wir auch Programme zum Wiederherstellen von Daten von RFS-Partitionen. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Das Microsoft RFS-Dateisystem wurde ursprünglich mit Windows Server 2012 eingeführt. Es wurde kürzlich in Windows 10 aufgenommen, wo es als Teil der Speicherbereichsfunktion für einen Festplattenpool verwendet werden kann. In Windows Server 2016 wurde dieses Dateisystem verbessert und war bis 2018 Teil von Windows 10 Pro. Derzeit wird dieser Systemtyp hauptsächlich auf der Serverversion von Windows verwendet. REFS oder Resilient File System ist ein neues Dateisystem, das mit dem NTF-Dateisystem-Code erstellt wurde. Derzeit ist REFS nicht nur ein Ersatz für NTFS. Es hat Vor- und Nachteile. Dieses Dateisystem wurde entwickelt, um die grundlegenden Probleme von NTFS zu lösen. Es ist wiederherstellungsfähiger gegen Datenbeschädigung, bewältigt eine erhöhte Arbeitslast besser und lässt sich problemlos für sehr große Dateisysteme skalieren. Die Besonderheit des RFS-Dateisystems besteht darin, dass es Prüfsummen für Metadaten verwenden und auch Prüfsummen für Dateidaten verwenden kann. Beim Lesen oder Schreiben einer Datei überprüft das System die Prüfsumme auf Richtigkeit. Somit wird die Erkennung beschädigter Daten in Echtzeit durchgeführt. Wenn beschädigte Daten gefunden werden, für die keine alternative Kopie zur Wiederherstellung vorhanden ist, werden diese Daten sofort von der Festplatte gelöscht. In diesem Fall ist kein Neustart oder Trennen des Geräts erforderlich, wie dies bei NTFS der Fall ist. Die Notwendigkeit, das Dienstprogramm CHKDSK zu verwenden, entfällt vollständig, dass das Dateisystem sofort automatisch korrigiert wird, wenn ein Fehler auftritt. Das neue System ist resistent gegen andere Arten von Datenbeschädigung. Es hat auch die Zuverlässigkeit der Datenspeicherung auf der Festplatte verbessert. REFS verwendet B+-Volume für Metadaten und Dateinhalte. Die Größe der Dateienvolumens und die Anzahl der Dateien im Verzeichnis sind auf 64-Bit begrenzt. Der freie Speicherplatz wird durch drei separate hierarchische Tabellen für kleine, mittlere und größere Teile des freien Speicherplatzes beschrieben. Dateinamen und Pfadlängen sind auf 32 KB begrenzt, die mit Unicode gespeichert werden. Das neue Dateisystem ist auch auf andere Weise gegen Datenbeschädigung resistent. Wenn Sie beispielsweise die Metadaten einer Datei aktualisieren, zum Beispiel einen Dateinamen, ändert das NTFS-Dateisystem die Metadaten der Datei direkt. Wenn Ihr Computer während dieses Vorgangs abstürzt oder ausgeschaltet wird, kann es zu Datenbeschädigungen kommen. Wenn Sie die Metadaten einer Datei aktualisieren, erstellt REFS eine neue Kopie der Metadaten. Die aktualisierten Metadaten werden der Datei erst zugewiesen, nachdem alle neu geschrieben wurden. Es besteht keine Gefahr, dass die Metadaten der Datei beschädigt werden. Dies wird als Kopien zum Schreiben Copy One Write bezeichnet. REFS ist moderner als NTFS und unterstützt viele größere Volumes und längere Dateinamen. Langfristig sind dies wichtige Verbesserungen. Im NTFS-Dateisystem ist der Dateipfad auf 245 Zeichen begrenzt. Mit REFS kann ein Dateiname über 30.000 betragen. 32.768. NTFS hat eine theoretische maximale Kapazität von 16 Exabyte, während REFS eine theoretische maximale Kapazität von über 200.000 Exabyte hat.
Das macht jetzt nicht viel aus und ist für die Zukunft ausgelegt. In REFS fällen einige der in NTFS verfügbaren Funktionen, einschließlich Dateisystemkomprimierung und Verschlüsselung, Hardlinks, erweiterte Attribute, Datenduplizierung und Festplattenkontingente. REFS ist jedoch mit verschiedenen Funktionen kompatibel. Wenn Sie beispielsweise bestimmte Daten auf Dateisystemen nicht verschlüsseln können, ist REFS mit der vollständigen Bitblocker-Verschlüsselung kompatibel. In Windows 10 können Sie keine andere Partition als REFS formatieren. Derzeit können Sie REFS nur für Speicherplatz verwenden, dessen Funktionen zum Schutz von Daten vor Beschädigungen beitragen. In Windows Server 2016 können Sie Volumes mit REFS anstelle von NTFS formatieren. Sie können REFS nicht für das Startvolumen verwenden, da Windows nur von einem NTFS-Laufwerk booten kann. Derzeit wird dieser Dateisystemtyp nur auf Serverversionen von Windows und Windows Enterprise LTSC verwendet. Trotz häufiger Erwähnungen der Ähnlichkeiten von REFS und NTFS auf hoher Ebene geht es nur um die Kompatibilität einiger Metadatenstrukturen. Die Festplattenkomplementierung der REFS-Struktur unterscheidet sich grundlegend von anderen Microsoft-Dateisystemen. Die Hauptbausteine des neuen Dateisystems sind B-Plus-Brunnen. Alle Elemente der Dateisystemstruktur werden durch eingestufte Listen oder mehrstufige B-Plus-Brunnen dargestellt, wodurch nahezu alle Elemente des Dateisystems erheblich skaliert werden können. Zusammen mit der tatsächlichen 64-Bit-Nummerierung aller Elemente des Systems schließt dies das Auftreten von Engpässen bei der weiteren Skalierung aus. Mit Ausnahme des Stammdatensatzes des B-Plus-Baums haben alle anderen Datensätze die Größe eines gesamten Metadatenblocks, in diesem Fall 16 KB. Zwischenknoten und Adressknoten haben eine kleine Gesamtgröße ca. 60 Byte. Daher ist normalerweise eine kleine Anzahl von Baumenden erfolgreich, um auch sehr große Strukturen zu beschreiben, was sich ziemlich günstig auf die Gesamtsystemleistung auswirkt. Das Hauptstrukturelement des Dateisystems ist das Verzeichnis, dargestellt als B-Plus-Baum, in dem der Schlüssel die Nummer des Ordnerobjekts ist. Im Gegensatz zu anderen ähnlichen Dateisystemen ist eine Datei der REFS kein separates Schlüsselelement des Verzeichnisses, sondern existiert nur als Eintrag im enthaltenen Ordner. Möglicherweise werden aufgrund dieser Architekturfunktion feste Links zu REFS nicht unterstützt. Katalogblätter sind typische Datensätze. Es gibt drei grundlegende Arten von Datensätzen für ein Ordnerobjekt: Verzeichnis, Descriptor, Index-Datensatz und verschachtelter Objekt-Descriptor. Alle diese Datensätze werden als separater B-Plus-Baum mit einer Ordner-ID verpackt. Die Wurzel dieses Baums ist ein Katalogblatt, mit dem Sie fast beliebig viele Einträge in einen Ordner einfügen können. Auf der untersten Ebene der Blätter befindet sich hauptsächlich ein Verzeichnisbeschreibungsansatz, der grundlegende Informationen zum Ordner enthält, zum Beispiel Name, Standardinformationen, Dateinamen, Attribute usw. Dem Katalog folgen die sogenannten Indexdatensätze, Kursstrukturen mit Daten und zu dem Ordner im enthaltenen Elementen. Im Vergleich zu NTFS sind diese Datensätze erheblich kürzer, wodurch das Volumen weniger Metadaten überlastet. Die letzten sind die Katalog-Einträge. Bei Ordner enthalten diese Elemente ihren Namen, eine Kennung im Katalog und eine Struktur-Standardinformation. Für Dateien gibt es keine Kennung, sondern die Struktur enthält alle grundlegenden Daten zur Datei, einschließlich des Stamms des B-Plus-Baums und der Fragmente der Datei. Dementsprechend kann die Datei aus nahezu einer beliebigen Anzahl von Fragmenten bestehen. Dateien befinden sich in 64 KB Blöcken auf der Festplatte, obwohl sie wie Metadatenblöcke in 16 KB Klassen. Residency von Dateidaten in REFS wird nicht unterstützt, daher nimmt eine 1-Byte-Datei auf der Festplatte einen ganzen 64 KB Block ein, was zu einer erheblichen Redundanz des Speichers in kleinen Dateien führt. Auf der anderen Seite vereinfacht es die Verwaltung des freien Speicherplatzes, und die Zuweisung des freien Speicherplatzes für eine neue Datei ist viel schneller. Während REFS die Sicherheit und Effizienz der Datenspeicherung verbessert hat,
kann es sensible Daten nicht vollständig vor versehentlichem Löschen, Virenschäden oder anderen potenziellen Informationsverlusten schützen. Solche Situationen sollten berücksichtigt werden und ein zuverlässiges Werkzeug zur Lösung von Problemen mit gelöschten Dateien erhalten. Die Lösung für dieses Problem ist ein spezielles Dienstprogramm für die schnelle Dateiwiederherstellung. Mit Hetman Partition Recovery können Sie den Speicherplatz unter der Kontrolle des REFS-Dateisystems mit Hilfe eines Signaturenanalyse-Algorithmus analysieren. Durch die sektorenweise Analyse des Geräts finden das Programm bestimmte Byte-Sequenzen und zeigt sie dem Benutzer an. Das Wiederherstellen von Daten von REFS Speicherplatz unterscheidet sich nicht von der Arbeit mit dem NTFS-Dateisystem. Während einer schnellen Analyse sucht das Programm nach einem Volume-Header, der sich im Null-Sektor befindet, und seine Kopien befinden sich im letzten Sektor. Der Header enthält die für die weitere Analyse erforderlichen Informationen, nämlich die Anzahl der Bytes im Sektor und die Anzahl der Sektoren im Cluster. Nachdem diese Parameter bestimmt wurden, findet es den Superblock, der im 30. Block liegt. Der Superblock hat zwei Kopien, eine im dritten Block vom Ende und die zweite im zweiten Block. Das Programm ermittelt Links zu Checkpoints aus dem Superblock. Es gibt zwei Checkpoints, die sich an den angegebenen Adressen befinden, die sich im Superblock befinden. Wenn das Programm zu diesen beiden Adressen geht, findet es die virtuell zugewiesene Uhr. Diese Parameter bestimmt, welcher Prüfpunkte gerade aktuell ist. Wie Sie wissen, ändert Windows zuerst ersten Prüfpunkt und dupliziert es bei einem erfolgreichen Schreibvorgang die Informationen im zweiten. Der Prüfpunkt enthält die Haupttabellen, es liegt den Seitenkopf und dann den Datenblock. Für den Datenblock erhalten wir Zeiger für jede der Tabellen, Links zu allen Haupttabellen. Um virtuelle Adresse in physische Adresse zu übersetzen, müssen Sie die Container-Tabelle suchen. Anschließend wird die virtuelle Adresse nach Objekten IT-Tabelle durchsucht, um alle Tabellen abzurufen. Ferner geht die Suche nach Informationen Seite für Seite und bestimmt deren Ebene. Wenn dies die Nullstufe ist, ein Blatt, dann werden die Daten gelesen, die wir benötigen. Wenn nicht, sucht das Programm nach dem Pfad zur nächsten Ebene, bis es die Null erreicht, auf der unsere Daten liegen. Selbst wenn eines dieser Elemente der Dateisystemstruktur beschädigt ist, können wir mit dem Algorithmus unseres Programms bei vollständiger Analyse diese Links ausschließen und zu den erfolgreichen Informationen gelangen, die wiederhergestellt werden müssen. In der Praxis werde ich außerdem die Funktionsweise des Programms demonstrieren und eine vergleichende Analyse mit dem beliebtesten Dateiwiederherstellungsprogramm durchführen. Für den weiteren Test haben wir einige der beliebtesten Dateiwiederherstellungsprogramme ausgewählt: Hetman Partition Recovery, RStudio, ESUS und OFS Explorer. Ursprünglich sollten mehr Programme an dem Test teilnehmen, doch nach eingehender Untersuchung stellt sich heraus, dass nicht alle diese Dienstprogramme das REFS-Dateisystem unterstützen. Dazu gehören Recuva, eines der beliebtesten Programme, Distril, Stellar und Ubisoft. Es stellt sich heraus, dass die meisten dieser Programme das REFS-Dateisystem nicht unterstützen. Wir haben also ein Windows-Server-System. Hier haben wir eine Testdiskette mit dem REFS-Dateisystem erstellt. Wir kopieren Dateien in die Natur, zum Beispiel einige Fotos, Videos, Dokumente. Dann löschen wir einige Dateien und fahren das System herunter. Wir werden den Test auf einem Computer mit Windows 10 durchführen. Verbinden Sie unsere Festplatte mit HFS Plus und führen Sie das erste Dienstprogramm Hetman Partition Recovery aus. Windows 10 erkennt das REFS-Dateisystem ohne zusätzliche Software oder Treiber. Starten wir also das erste Programm für den Hetman Partition Recovery Test. Wie Sie sehen können, sieht das Programm die Festplatte, bestimmt das Dateisystem und zeigt den Namen an. Wir öffnen es. Nach einer so einfachen Entfernung reicht es aus, eine schnelle Analyse durchzuführen. Wir sehen uns die Scan-Ergebnisse an, gefunden 8 Ordner, 21 Dateien.
Hier finden Sie alle gefundenen Dateien und Ordner. Gelöschte Elemente sind mit einem roten Kreuz gekennzeichnet. Alle Dateien werden in der Vorschau angezeigt und können wiederhergestellt werden. Die Festplattenstruktur bleibt erhalten, alle Dateien und Ordner befinden sich an ihrem Platz. Das Programm hat die Aufgabe bewältigt und diese Test erfolgreich bestanden. Führen Sie das folgende Dienstprogramm S-Studio aus. Außerdem wird die Testdiskette angezeigt, das Dateisystem befindet und der Name angezeigt. Wir öffnen die Diskette. Das Programm hat gelöschte Ordner und Dateien gefunden. Sie sind mit einem roten Kreuz markiert. Gelöschte Fotos, Videos und Dokumente werden in der Vorschau nicht angezeigt. Während einer schnellen Analyse konnte das Programm den Inhalt der gelöschten Daten nicht anzeigen. Lassen Sie uns mit vollständiger Analyse scannen. Es wird etwas länger dauern, wir warten auf das Ende der Analyse. Wir öffnen die Festplatte, da die vollständige Analyse ein anderes Ergebnis ergab. Alle Dateien können angezeigt werden, das Programm hat den Test bestanden, obwohl es länger gedauert hat. Starten Sie den folgenden ISUS Data Recovery Assistant. Das Programm zeigt das Laufwerk an, es gibt jedoch keinen Namen oder Dateisystemtyp. Es kann nur durch die Größe bestimmt werden. Wir scannen die Festplatte, es gibt keine schnelle Analyse. Wenn der Scan startet, beginnt die vollständige Analyse sofort. Mal sehen, was sie gefunden hat. 17 Dateien. Die Struktur der Festplatte geht verloren. Höchstwahrscheinlich analysiert das Programm die Festplatte mit Hilfe einer eingehenden Analyse. Dies ist ein ziemlich langweiliger Prozess mit großen Informationsmengen. Wir schauen uns an, was sie gefunden hat. Die Dateinamen gehen ebenfalls verloren. Die Dateien sind je nach Typ in Ordnern verteilt. Ich habe alle Dokumente, Fotos, Videos gefunden. Gelöschte Dateien werden in keiner Weise markiert. Es ist nicht klar, werden von innen gelöscht wurden und welche auf der Festplatte verbleiben sind. Sie können Festplatten stellen, dass alle Dateien nur anhand ihrer Nummer vorhanden sind. Wenn Sie eine große Anzahl von Dateien haben, ist es schwierig, die erforderlichen Dateien zu finden. Sie müssen viel Zeit aufwenden, um sie alle durchzublättern. Das Programm hat die gelöschten Daten gefunden, obwohl es länger gedauert hat, hat diesen Test bestanden. Als nächstes folgt der UFS Explorer. Wir starten das Programm. Sie sieht unsere Festplatte, sie wird als problematisch bezeichnet. Das Programm hat den Typ des Dateisystems und seinen Namen nicht erkannt. Wir beginnen zu scannen. Hier gibt es eine schnelle Analyse. Die schnelle Analyse ist nicht so schnell und dauert länger als die vollständige Analyse in RStudio und die Tiefanalyse in ISUS. Mal sehen das Ergebnis. Das Programm konnte den Inhalt der Festplatte nicht finden. Versuchen wir die vollständige Analyse. Eine vollständige Analyse ergab ebenfalls keine Ergebnisse, obwohl die Website des Programms behauptet, das REFS-Dateisystem zu unterstützen. Nun, wir haben das erste Dienstprogramm, das den Test nicht bestanden hat. Der Inhalt der Festplatte wurde nicht gefunden. Drei Programme, Hetman Partition Recovery ISUS und RStudio werden an weiteren Tests teilnehmen. Als nächstes werden wir wiederum die Hauptelemente der Dateisystemstruktur durchgehen, nämlich den Volumeheader und seine Kopie, alle Superblocks. Und im letzten Test werden wir alle Checkpoints überschreiben. Selbst wenn Sie die gesamte Kontenkette der Dateisystemstruktur löschen, können Sie mit unserem Dienstprogramm Daten finden, da der Programmalgorithmus nur nach den Blättern des B-Baums sucht, die die erfolgreichen Dateien erhalten, erforderlichen Dateien erhalten. Mit Hetman Partition Recovery können Sie den Speicherplatz mit Hilfe eines Signaturenanalyse-Algorithmus analysieren. Bei der sektorweisen Analyse des Geräts finden das Programm bestimmte Folgen von Bytes, die die verlorenen Elemente der Kette umgehen, und zeigt dem Benutzer die Daten an, wenn die gesamte Struktur des Dateisystems gelöscht wird, aber noch Ordner auf Nullebene vorhanden sind.
wird die Datenwiederherstellung nicht beeinträchtigt und das Programm zeigt sie an. Versuchen wir es jetzt in der Praxis, überschreiben Sie den Volumeheader Main. Wir starten die Partition, das Programm sieht unsere Festplatte, ermittelt ihren Namen nicht und bestimmt den Dateisystemtyp als NTFS. Wir öffnen die Festplatte, eine schnelle Analyse findet in diesem Fall nichts. Wir führen einige vollständige Analyse durch. Ergebnis: ein Disk, 8 Ordner, 21 Dateien. Hier ist unsere Festplatte. Das Programm hat den Typ des Dateisystems und seinen Namen bestimmt. Wir öffnen ihn und wie wir sehen, sind alle Daten vorhanden und können angezeigt werden. Das Programm hat den Test erfolgreich bestanden. Starten Sie RS Studio. Das Programm sieht auch die Festplatte, es gibt keinen Namen und Typ des Dateisystems, da eine schnelle Analyse selbst im ersten Test keine guten Ergebnisse liefert, starten wir sofort eine vollständige Analyse. Das Programm hat den Dateiträgernamen und den Dateisystemtyp identifiziert. Die Struktur bleibt erhalten, alle Daten sind vorhanden, das Programm hat den Test bestanden. Als nächstes kommt ASUS. Wir starten das Programm, sieht die Festplatte, aber wie zuvor gibt es keinen Namen oder ein Dateisystem. Es kann das gleiche Ergebnis. Die Daten werden in Ordnern verteilt, es gibt keine Festplattenstruktur, die Datennamen gehen verloren, die Dokumente werden an Ort und Stelle angezeigt. Ein Dokument und ein Video können nicht angezeigt werden. Wahrscheinlich kann es nicht wiederhergestellt werden. Rang 3 von ASUS. Löschen wir nun die Kopie der Volumeheader-Kopie. Wir starten Partition. Das Ergebnis ist das gleiche wie im folgenden Test. Das Programm sieht eine Festplatte mit dem NTFS-Dateisystem vollständige Analyse RFs. Ergebnis: eine Festplatte, 8 Ordner, 28 Dateien. Bestimmt den Datenträgernamen und den Dateisystemtyp. Die Struktur der Festplatte speichert alle Dateien an ihrem Speicherort und kann angezeigt werden. Sie müssen nur noch auf der Festplatte gespeichert werden. Nun sehen wir uns das Ergebnis von RStudio an. Alles wie im vorherigen Test gibt es keinen Dateisystemtyp und keinen Datenträgernamen. Wir scannen REFs, es gibt einen Dateisystemtyp und einen Namen. Alle Daten sind vorhanden. Und ASUS. Eine Festplatte ohne Namen und Typ des Dateisystems scannen wir.
Ergebnis wie im vorherigen Test. Ein Dokument und ein Video sind nicht verfügbar. Jetzt werden wir alle Superblöcke raten. Partitionen starten. Sieht die Festplatte wie im vorherigen Test. Vollständige Analyse Ergebnis. Ein Datenträger, 8 Ordner, 21 Dateien. Zeigt den Dateisystemtyp und den Datenträgernamen an. Die Struktur der Festplatte wird gespeichert, alle Daten sind vorhanden und können wiederhergestellt werden. RStudio. Die Festplatte wird im vorherigen Test angezeigt. Wir scannen REFs Es gibt einen Namen und einen Typ. Alle Daten sind verfügbar. Und ASUS zeigt auch nur die Festplatte und ihr Volume Scan an. Sie sehen das Ergebnis auf dem Bildschirm. Alles ist das gleiche wie im vorherigen Test. Und der letzte Test für heute, zusätzlich zu allem, wurde wir alle Checkpoints überschreiben. Hidden Partition Recovery. Sieht Festplatte, kein Dateisystemtyp und Name. Schnelle Analyse. Refs Ergebnis. Ein Datenträger, 8 Ordner, 21 Dateien. Es gibt einen Namen und einen Typ des Dateisystems. Die Festplattenstruktur und die Dateinamen werden gespeichert. Alle Daten sind vorhanden. Sie müssen nur noch auf der Festplatte gespeichert werden. RStudio. Scan Refs. Das Programm hat den Dateisystemtyp und den Dateiträgernamen ermittelt. Wir öffnen und das ist schon interessant. Sie konnten den Inhalt der Festplatte nicht finden. Die Festplatte ist leer, es gibt nur einige Protokolldaten. Das Programm ist beim letzten Test fehlgeschlagen. Mal sehen, was ASUS findet. Wir starten das Programm, scannen unsere Festplatte. Das gleiche Ergebnis, es gibt keine Festplattenstruktur, Dateinamen gehen verloren. Ein Dokument und ein Video sind nicht verfügbar. Das Programm fand jedoch den Rest der Daten auf der Festplatte. Höchstwahrscheinlich verwendet das Programm beim Scannen der Festplatte eine Tiefanalyse in seinem Algorithmus, da die Dateien standardmäßig entsprechend ihrem Typ in Ordner verteilt sind. Eine solche Analyse mit großen Informationsmengen dauert ziemlich lange, die Ordnerstruktur und die Dateinamen gehen verloren, was die Suche nach den erforderlichen Informationen erschwert.
Bei einer großen Anzahl von Daten müssen Sie nach den erforderlichen suchen. Also, was kann abschließend gesagt werden? Wir haben zwei Programme, die alle Tests bestanden haben und eines, das den letzten Test nicht bestanden hat. RStudio zeigt gute Ergebnisse, gab jedoch ASUS Platz, der wiederum den Inhalt eines Dokuments und eine Video nicht angezeigt konnte. Hatton Partition Recovery hat alle Tests bestanden und das beste Ergebnis gezeigt. Aber dennoch ist es besser, welches der Programme für die zu entscheiden ist. Ich füge nur Folgendes hinzu. Mit dem Algorithmus unseres Programms können Sie die Ordnerstruktur und die Dateinamen speichern, wodurch Sie die benötigten Daten leichter finden und Zeit sparen. Außerdem kann unser Programm ein Disk-Image für die spätere Wiederherstellung erstellen. Dies ist der Standard für die Arbeit mit ausgefallenen Medien. ASUS bietet diese Option nicht an. Wie bereits erwähnt, können Sie mit dem Algorithmus unser Programm Daten wiederherstellen, selbst wenn Sie die gesamte Struktur des Dateisystems löschen. Wenn sich auf der Festplatte mindestens einige Knoten auf Null befinden, können diese wiederhergestellt und dem Benutzer angezeigt werden, während die Signaturanalyse verwendet wird. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Stellt eure Fragen in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.